Moin Moin Kinders und willkommen zurück oder willkommen zu einem neuen Let's Play auf diesem Kanal. Mini Motor Race. So, das habe ich jetzt letztens mal online gesehen. Sah sehr interessant aus. Ist ein Management-Spiel. Wir bekommen, also Learning by Doing, ich habe mal kurz reingeschaut, weiß ungefähr, um was es geht. Tutorial werden wir jetzt nicht spielen, ja. Weil ich ungefähr Bescheid weiß. Haben wir schon den Führerschein, wunderbar. Option. Mal ein bisschen hier so. Auch schöne Vorschläge, die wir bekommen. Okay. Menüübergang als... Menüübergang, auch ein komisches Wort hier mit zwei Üs, wa? Ja, möchte ich deaktivieren. So. So ist doch viel zu leise, Leute, oder? So. Dann lachen wir laut, komm. Aufgeschissen. Oh, direkt sehr laut. Wir gehen mal direkt ins Spiel rein. Wir haben hier verschiedene Städte. Manche sind noch gesperrt. Wir beginnen natürlich dann bei Los Angeles. Es gibt immer einen Highscore, den wir zu knacken haben. Der größte ist gerade bei 197.000. Das ist heavy. Was? Wir gehen rein, komm. Wie geht das Spiel? Wir starten zum Beispiel hier mit einem Einkaufsladen, einer Firma, wie auch immer ihr das nennen wollt, ja. Hier gibt es Sachen zu erledigen. Dieses Symbol hier, ja. So, wir bekommen hier Straßen immer ab und zu. Immer wenn eine Woche vorbei ist, bekommen wir neue Gegenstände. Wir haben jetzt hier eine Brücke und eine Straße. So. Kurz Pause. Pause ging, genau, mit Leertaste. Ich habe jetzt hier Auswahl ein paar Straßen, theoretisch. Kann ich die? Kann ich vielleicht noch gar nicht nehmen. Ach so, okay. Und wie ihr seht, ich kann jetzt hier das Ding mit diesem Einkaufszentrum verbinden. So. Denn aus den Häusern kommen Leute raus. Gefahren. Das seht ihr gleich. Okay. Genau, hier kommen jetzt immer Autos raus. Und die, sag ich mal, holen das jetzt da ab. Weil wenn das Ding hier vollgelaufen ist, ich glaube bei den kleinen Fabriken ist das bei 4 von diesen Symbolen, kommt so ein Timer, oder auch 6 Symbole halt, kommt so ein Timer, der abläuft. Und wenn es in der Zeit nicht geschafft wird, dass die ganzen Symbole hier verschwinden, also indem sie abgeholt werden, hat man verloren. Das heißt, es muss ein dauerhafter Fluss entstehen. Ne? Und später kommen auch neue Farben hinzu. Mit neuen Häusern, auch mit anderen Farben. Und wie ihr euch vielleicht dann schon denken könnt, grün fährt zu grün und so weiter und so fort. Und später wird das dann immer ein bisschen mehr tricky. Ja? Am Anfang noch sehr entspannt, sehr entspannt. Hier seht ihr. Direkt neue Farbe. Bringt mir jetzt gar nichts, das hier damit zu verbinden. Aber das ergibt so Sinn, weißt du? Jetzt haben wir nur noch 3 Straßen. Und jetzt seht ihr schon, das Haus ist hier oben. Ich könnte es hier ganz außen rumführen lassen. Ist aber viel zu weit weg. Eine Brücke haben wir leider dafür nicht. Das heißt, ich müsste verbinden. Ist okay. Jetzt hätte ich keine Straße mehr. Guck mal. Wie machen wir das? Du hast keine Straßen mehr. Ja, ist ein bisschen knifflig jetzt. Wenn dann keine Straßen mehr vorhanden sind. So würde das noch gehen. Eine knappe Geschichte. Können wir am Anfang so lassen, weil noch behindern die Autos sich nicht gegenseitig. Das Haus müssten wir auch noch vielleicht gar nicht anschließen, weil die beiden Autos, diese Fabrik oder was auch immer das sein soll, ganz alleine, sage ich mal, benutzen können. So, dass nicht halt hier ein Überfluss von diesen Symbolen entsteht. Ich hoffe, man konnte mir irgendwie folgen, ja? Ja. Gut, wir sind jetzt hier, mit, ich weiß gar nicht, was das hier heißt. Ich glaube, 8 Leute, die hier rumfahren. Ja, ich glaube, 8 Leute, die hier rumfahren können. Genau, 8 Autos. 9 Autos? Okay, ja, keine Ahnung. So, und jede Woche? Oder war das jeden Monat? Kann ich schneller auf jeden Fall machen. Machen wir mal. Oder ist es jeden Monat, dass du dann neue Straßen bekommst? Jetzt gerade können wir gar nichts machen. Wir können nur vorspulen. Am Anfang ist es ja ganz viel oft bei solchen Spielen so, dauert erstmal ein bisschen, bis was passiert oder bis es richtig wuselig wird. So, jetzt gibt es hier Ampeln oder eine Brücke mit 20 weiteren Straßen jeweils. Mit Ampeln regulierst du Verkehr in Kreuzungen, ergibt Sinn, kann aber zu Staus führen. Und ich glaube, am Anfang brauchen wir Ampeln noch nicht. Deswegen wir die Brücke nehmen mit der Straße. Brauchen wir, wie gesagt, auch gerade nicht mehr. Vorgespult ist schon.
Und genau, jetzt ist Neues dazugekommen. Machen wir mal direkt Pause. Wir binden das hier damit. Das Problem ist, das ist jetzt hier direkt verbunden. Ah. Und wir müssen natürlich hier rein. Hier ist die Einfahrt. Leider können wir hier keine neue machen. Mit anderen Worten, die gelben müssten jetzt auch hier rein. Ist, denke ich, noch gut zu machen. Aber es wird langsam trickiger, ja. Okay, das Haus ist natürlich sehr günstig jetzt gespawnt für uns. Direkt an der Straße dran. Wir haben mittlerweile hier ein gelbes Wohngebiet, aber es kann auch gleich passieren, dass hier plötzlich ein grünes Haus auftaucht und hier dieser grüne Einkaufsladen ist oder die Fabrik. Dass wir dann wirklich ein bisschen gucken müssen. Am Ende ist es halt... Boah, Alter, siehst du sowas zum Beispiel, weißt du? Ist natürlich jetzt wieder für uns relativ gut gespawnt, weil wir müssen keine Straßen setzen. Hier vielleicht. Aber so langsam wird's tricky. So langsam wird's tricky, weil es könnte natürlich jetzt passieren, dass die sich hier öfters behindern und die Autos nicht so schnell zu der Fabrik kommen und sich dann hier, ich weiß nicht, was das sein soll, diese Symbole halt einfach ansammeln, weißt du? Kann passieren. Wollen wir nicht. Wir wollen ja den Highscore knacken. Nehme ich an, dass das der Highscore ist? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, dass der Highscore durch diese Pünktchen ausgelöst, alles klar. Wie gesagt, ich habe mir das Spiel nur kurz angesehen beim Video, ne? Selber noch gar nicht gespielt. Wir nehmen mal wieder die Brücken, aber machen wir auf Pause. Wir haben jetzt sehr viele Strecken, ja. Wir können mal Folgendes machen. Wir reißen mal alles wieder ab, theoretisch. Könnten wir machen. Und verbinden alles nochmal neu. So. Wir haben nämlich jetzt hier Folgendes. Warte mal. Wir könnten jetzt theoretisch... Das ist natürlich jetzt schwierig. Dieses Kaufhaus hier, das muss ich mit dieser Straße hier verbinden. Das geht nicht anders. So, warte mal. Und Kreisverkehr gibt es übrigens auch noch. Da hätte ich jetzt auch Bock drauf, tatsächlich. Wir können jetzt versuchen, dass wir die gelben hier mit dieser Straße verbinden. Natürlich blöd, dass das blaue Haus da so blöd reinguckt. Können wir das hier vielleicht machen? Sehr gut. Muss ich natürlich gucken, jetzt, was das Spiel so kann. Was wir hier so alles sagen, wir machen können. So, vielleicht. Okay. Verbinden wir das hier damit. So. Play. So, die Straßen, genau, verschwinden jetzt langsam. Und das neue System ist da. Das würde ich sagen, ist ein bisschen besser. Wir haben jetzt rot und gelb aufgeteilt. Boah, es kommt hier dunkelblau und macht uns einen Strich durch die Rechnung fast, ne? Gut, hier können wir das natürlich ganz simpel so einfach lösen jetzt erstmal. Wir haben jetzt dunkelblau zu hellblau und... Halt. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Eventuell kann dieses Häuschen, diesen Einkaufsmarkt, erstmal jetzt, ich sag mal, genügend auslasten, so damit das ja alles genug passt und dass wir dieses Haus nicht noch dazu brauchen. Ist natürlich jetzt ein bisschen doof, dass das Auto direkt da ist, ne? Müssten wir theoretisch verbinden, aber ich möchte eigentlich gerne die Verbindung so beibehalten, dass wir hier nur bestimmte Farben in einer Strecke mit drin haben. Ich weiß, es gibt auch noch Tunnel und da weiß ich noch gar nicht, wie das so funktioniert. Muss ich noch schauen. Geht, glaube ich, indem ich einfach hier so... Geht bestimmt irgendwie später. So. Okay, jetzt haben wir ein kleines Problem. Dunkelblau wird langsam ziemlich voll. Da muss schon direkt das zweite Auto losfahren und sowas. Oh, kann ich keine Brücke hier so rüber machen? Ist nicht möglich, ne? Gut, wir müssen eine Verbindung erzeugen. Anders geht's hier leider jetzt gerade nicht. Bei nämlich zwei roten Kaufhäusern brauchen wir auf jeden Fall die drei Häuser. Die drei roten. Sag mal. Jetzt auch mal gut hier, ne? Ups. Jetzt haben wir natürlich auch langsam das Problem, wie ihr seht. Wir haben nicht mehr genug Straßen. Das müssen wir auf jeden Fall verbinden. Vier Straßen, das wird nicht reichen. Nope. Das heißt, das Haus wird erstmal unberührt bleiben. Wobei wir auch theoretisch den hier machen könnten. Ah, ihr merkt. Aber ihr merkt auch gerade, die Karte zoomt weiter raus. Eisverkehr, sehr gut. Die Karte zoomt weiter raus. Es wird wuseliger langsam, ja. So. Wir haben Kreisverkehr. Das könnte gut sein, indem wir das vielleicht hier so reinsetzen. Leicht. Wir können ja gucken. Noch ist, glaube ich, relativ entspannt. Es wird bestimmt noch Momente geben, oft in diesem Spiel, wo man dann einfach sagt so, ich werfe mal alles komplett über den Haufen. Weißt du, weil ich eine ganz andere Idee habe. Das kappen wir mal, diese Verbindung hier. Machen wir mal so, ne? Schauen wir mal, wie das läuft. Gelb.
Ja, hier sind viele gelbe Häuser. Natürlich müssen die immer ein kleines Stückchen fahren, aber das scheint noch zu klappen. Kreisverkehr. Gut, die Wirkungen sehen wir jetzt gerade noch nicht so. Ihr seht aber, im Kreisverkehr sind die ein bisschen schneller. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt dann. So. Aber kein Überfluss in keinem der Lagerhäuser. Oder auch was es auch immer ist. Also noch ganz entspannt. So. Mhm. Das heißt, wir können halt gar nicht so viel machen. Wir warten jetzt auf was Neues, was spawnt. Ja. Okay. Läuft noch alles ganz entspannt hier. Und da haben wir neuen Anwärter. So, Problem. Was heißt Problem? Wir verbinden jetzt einfach das hier mit dem Haus. Punkt. Müssen wir halt jetzt dann eine neue Strecke einmal einfließen lassen. Ganz entspannt. Mittlerweile haben wir einen zweiten Fluss dazu bekommen. Und wir haben eine Autobahn. Autobahn kannst du über Straßen und Gebäude bauen. Das ist entspannt, oder? So ein Highway ist gar nicht so schlecht. Könnte ich jetzt tatsächlich sagen, dass ich den halt jetzt komplett rüberführen lasse. Aber wie soll ich denn das jetzt... Noch brauchen wir das Ding, glaube ich, nicht, oder? Gelb scheint langsam Probleme zu bekommen. Scheint immer sehr knapp zu sein. Wobei die Autos immer ausgelastet sind. Die zwei Parken zum Beispiel hier. Also ist eigentlich noch in Ordnung. Wir behalten mal den Highway. Es kann natürlich sein, dass wir, wenn es ein bisschen zu wuselig wird, dass wir nochmal alles abreißen und nochmal die ganzen Strecken komplett von vorne aufbauen. Das ist aber auch so ein bisschen der Reiz des Spiels, ne? Einen wirklich reibungslosen Verkehr zu haben. Das ist nicht verkehrt. Oh, das ist das Ziel auch viel mehr. Wir sind mittlerweile schon fast, weil wir sind bei 200 Punkten jetzt. Na komm, gib mir noch. Danke. Und jetzt haben wir einen richtig Arschloch-Move hier. Wir haben jetzt da unten ein kleines grünes Häuschen. Und hier das Lagerhaus oder was auch immer das ist. Wir müssen jetzt eigentlich den Highway dafür aktivieren, würde ich sagen. Moment. Kann ich jetzt nicht sagen hier? Ah, der Highway geht jetzt hier rüber, guck mal. Wunderbar. Das heißt, ne, im Highway sind die natürlich schneller. Und hier, okay, passiert jetzt ein bisschen was. Das gelbe Haus hat sich gerade abgegradet. Das heißt, es wird jetzt schneller diese Symbole produzieren. Was heißt, es könnte ein bisschen knapp werden mit diesen gelben Häuschen hier. Deswegen bräuchten wir wahrscheinlich das hier. Könnten wir hier so eine Strecke abführen lassen? Geht, glaube ich, nicht, nee. Wir könnten natürlich den... Wir können natürlich den hier machen. Machen wir erstmal, gucken wir mal, wie es so wird. Sehr großes Gewusel. Ein sehr großer Kreisverkehr. Oh, hier unten gerade sprießen aber auch die grünen Häuser wie sonst was. Ups. So, die grünen stehen auch für sich ganz alleine. Hier ist ganz entspannt. Gelb. Ups. Autobahn finde ich gut. Das ist aber nur 10 Straßen, da müssen wir ein bisschen aufpassen. So, ihr seht, die produzieren viel, viel schneller nach jetzt. Da muss andauernd irgendwann jemand sein. Man könnte jetzt überlegen... Deswegen, ich habe nur 6 Straßen. Ich überlege tatsächlich gerade, alles nochmal hier unten abzureißen. Also hier unten nicht die grüne Strecke, sondern alles andere. Was eigentlich so mit der Großteil, dem Großteil entspricht. Aber ich könnte vielleicht versuchen, gelb alleine... Okay, rot ist jetzt auch abgegradet. Shit is getting real hard. Und wir haben keine Straßen mehr. Ach, ja, ihr seht das Problem. Gut, wir haben jetzt ein Problem. Rot beliefert nur dieses Lagerhaus jetzt hier gerade. Hier oben haben wir nur 3 Häuser, die das beides beliefern müssen jetzt. Mit anderen Worten, gibt bestimmt noch andere Wege. Ich mache einmal den Kahlschlag. Na, gibt es dafür irgendwie eine Taste? Mal kurz schauen. Hallo? Das ist jetzt knifflig. Ich weiß nicht, ob es... Gibt es bestimmt irgendwie, dann weiß ich es gar nicht. Entfernen? Nee. Dann machen wir es halt kurz einfach mal so. Wir entfernen kurz alles. So. Dürfte alles sein, ne? Jetzt zumindest. Yep. Okay. Folgendes. Der Highway hätte ich auch gern wieder. Aber haben wir wahrscheinlich, keine Ahnung.
Folgendes. Wir müssen jetzt gucken, dass wir Rot hier hinten irgendwie verbinden mit den Häusern. Am besten mit einem Highway. Deswegen wollen wir mal den hier machen. Hier. Oder? Machen wir mal hier so. Mal gucken, wie das wird. Nein, kann schon dahin. So. Muss doch vielleicht ein bisschen ordentlicher auch aussehen. Warum nicht? Okay. Jetzt haben wir da ganz viele rote Häuser. Aber ich möchte natürlich auch gerne mit dem noch verbinden, weil der braucht natürlich auch Anwärter oder Leute, die da auf jeden Fall hinfahren. Ein paar Brücken noch. Da sind auch noch. Jetzt sitzt ein bisschen knifflig. Ja, das muss man schon mal sagen, leider. Vielleicht kommen die damit zurecht. Aber allein dieser Highway, nur für dieses Lagerhaus hier oder für die Fabrik, ist ziemlich heavy, oder? Das ist schon ein bisschen too much, finde ich. Wenn ich sage, ich mache hier so. Wäre wahrscheinlich der beste Weg. Ah, Tunnel wären jetzt geil, ne? Ah, verdammt. Jetzt schon keine Straßen mehr, das ist ja famos. Das kann aber nicht sein. So. Zack. Zack. Die blauen müssen wir natürlich auch irgendwie verbinden. Irgendwie ist gerade, wir haben auch gerade keine Brücken verfügbar, das ist gerade noch alles ein bisschen laggy. Jetzt bekommen wir die Sachen gerade wieder. Okay. Ja, ist gerade noch ein bisschen wuselig. Kriegen wir hin. Zack. Oh, boys. It's getting hot in here. Wir machen mal diese Verbindung hier und diese. Im weiteren Kreisverkehr, den brauchen wir, glaube ich, noch nicht. Oh, man. Wo lasse ich dich denn hinführen? Also diese gelbe Siedlung hier, die muss auf jeden Fall irgendwie noch hier hinten rüber. Aber da ich Dunkelblau mittlerweile ja eh mit Gelb anscheinend verbinde, machen wir uns einfach echt den hier. Oder warte, Moment. Oder einfach den hier. So, dieses eine rote Haus, darauf scheißen wir jetzt einfach. So, wir haben noch Blau. Wir haben hier noch was für Blau. Getting pretty hard jetzt. Ah! So, danke. Können wir theoretisch ja so machen. Theoretisch. Mal gucken, ob das jetzt hinhaut. So. Sieht interessant aus. Ah, jetzt ist hier der Highway verschwunden. Okay, ja, ja. So, und auch hier müssen wir nochmal verbinden. So. Jetzt dürfte sich das aber alles hier irgendwie einpendeln, denke ich. Ihr seht aber, es kommen mehr Häuser, viel, viel mehr Häuser. So, wir haben rot natürlich jetzt hier den Highway. Das ist ziemlich praktisch. Hier kommen sehr, sehr viele rote Häuser, wa? Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt so krass brauchen. Okay, Problem. Ich hätte gerne mehr Straßen wieder. Scheiß mal auf Highway, wobei der hätte auch helfen können. Nein. Moment. Moment. So. Weiß, glaube ich, schon da so, ne? Ich weiß nicht, was das ist, ob da noch ein Lagerhaus hinkommt. Ich glaube, oder ich kann es mir gut vorstellen. Was ist jetzt hier? Das ist ja natürlich ein roter Kladderadatsch jetzt hier. Machen wir damit. Den. Machen wir erstmal damit. Ich hoffe aber, dass die grünen Häuser jetzt erstmal reichen hierfür. So. Die blauen Häuser, ich hoffe, das passt so auch. Guck mal, ich kann nochmal einen verbinden. Wunderbar. So langsam wird es wuseliger. Oder auch generell kniffliger. So, guck mal, das gelbe Haus ist gar nicht hier damit verbunden. Das kann ich gar nicht so richtig benutzen. Aber diese vier Häuser, die gelben, dürfen und denke ich, passen momentan noch. Rot passt auch. Hier sind genug rote Häuser am Start. Die schaffen das ja auch ganz alleine. Hier, das passt auch noch. Wo sammelt sich denn so richtig was an? Dunkelblau. Gut, haben wir nur diese zwei Häuser hier. Aber da kommt es ja momentan auch gut voran. Das zum Thema. Jetzt bräuchte ich den Highway. Damn it. Okay, das ist jetzt scheiße. Weil wir haben nicht ansatzweise genug Straßen jetzt gerade. Wir müssten jetzt theoretisch das Haus hier mit dieser Siedlung hier verbinden. Aber diese Siedlung ist halt nicht ansatzweise damit verbunden.
Wir könnten halt vorläufig den jetzt erstmal machen. Ja, Moment. Jetzt haben wir keine Straßen mehr. Problem. Geht jetzt nicht anders. Wir müssen jetzt halt... Oh, Blaues Haus ist gut gespawnt. Wir müssen das jetzt erstmal so handhaben. Geht leider nicht anders. Weiteres Haus. Wir haben aber keine Straßen. So. Das grüne Haus hat sich damit verbunden. Das interessiert uns nicht, denn keine Verbindung besteht. Hm. 30 Straßen so oder Autobahn und 10 Straßen. Ich wäre Fan von einer neuen Autobahn tatsächlich. So, rot führt darüber. Wenn ich jetzt sage, ich nehme dunkelblau hier. Warte mal. Der ist jetzt reingespawnt, da. Das ist Schmutz. Das ist einfach nur Schmutz. So geht. Perfekt. Dann können wir nämlich jetzt Folgendes machen. Mal versuchen. Was alles möglich ist, Kenners. Vielleicht so. Versuchen. Probieren geht über Studieren. Vielleicht klappt es, vielleicht nicht. So, vielleicht mal machen. Die Grünhäuser hätte ich schon langsam hier gern mit hinten verbunden, aber es ist schwierig bis unmöglich jetzt gerade. Die Häuser reichten, denke ich, noch. Den Kreisverkehr weiß ich gar nicht, wo wir den jetzt gerade einbauen wollen. Kein Plan. Das scheint irgendwie noch zu funktionieren, denke ich. So, dunkelblau hat jetzt auf jeden Fall eine neue Verbindung, das war sehr wichtig. Hier könnte es vielleicht zu ein paar Schwierigkeiten kommen, weil da, ja, der Verkehr stockt da ein bisschen leider. Das Kaufhaus wird trotzdem noch gut geleert. Er hat ein Upgrade bekommen und da reicht ein Haus auf jeden Fall nicht mehr aus. So. Ich hoffe, dass zwei ausreichen werden. Wow, da ganz oben, ey, du mich auch, Spiel. Hier unten ist noch eins gespawnt worden, okay. Jetzt haben wir keine Straßen mehr, auch gut. Toll, keine Straßen mehr, wie ich schon sagte, Leute. Wir müssen gleich unbedingt gucken, dass wir Straßen bekommen. Und ich bin jetzt schon wieder verzweifelt. Dunkelblau. Oh, Alter, rot. Rot frisst hier gerade richtig, ne? Aber eigentlich ist die Verbindung ziemlich gut. Dunkelblau frisst auch total. Leute, wir haben ein Problem. Wird irgendwie abgeholt, aber ne, da kommt viel zu schnell wieder nachproduziert. Ich bin ja wieder kurz davor, alles einzureißen hier, ey. Meine Fresse. Das sieht nicht gut aus, Leute. Okay, Leute, hasst mich bitte nicht allzu sehr. Ich verstehe, dass ihr mich hasst, aber nicht allzu sehr, bitte. Wir müssen mal komplett gucken jetzt nochmal. Es wäre perfekt, wenn wir halt vielleicht zwei Farben miteinander verbinden. Das ist okay, vielleicht, aber nicht so viele. Es sieht gerade echt nicht so gut aus, leider. Das muss ich einfach mal... Die Truth muss mal getold werden hier, ja. Es sieht einfach gerade nicht gut aus. Und wir wollen es ja irgendwie schon ordentlich haben oder auch lange versuchen zu überleben. So. Wir haben alles wieder theoretisch. Wir müssen vielleicht auch mit dem Kreisverkehr jetzt mal arbeiten. So, dieser Einkaufsladen, der hat Probleme. Wir könnten natürlich gucken, dass wir immer noch dann dunkelblau mit gelb verbinden. Das ist, denke ich, möglich. Wir mal sagen hier, dass wir den machen. Jetzt schon mal das Problem, dass hier diese Einkaufsladen, dass die beiden kollidieren hier. Glaube ich nicht so nice. Das können wir auf jeden Fall hier mal so machen. Eine gelbe Siedlung finde ich da nicht schlecht. So. So. Und dann könnten wir theoretisch den hier machen. Also genug gelbe Häuser werden angebunden. Da will ich aber ziemlich weit. Na, ist gerade irgendwie ein bisschen scheiße. Hier oben hätten wir noch gelbe Gebäude. Ja, ich hätte halt diese Verbindung hier nicht so gerne. So hätten wir... So vielleicht? Jetzt hätte ich gern Highway. Dann würde ich sagen, dass wir ein Highway vielleicht... Oder wir binden rot damit. So vielleicht. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Wie gesagt, müssen wir natürlich dann schauen. Den hier mit dem... Nee, das wollen wir wollen da keine Verbindung. Die Verbindung mit den gelben Häusern hätte ich aber auch ungern. Der Weg wird ja immer länger zum diesem Lagerhaus. Das ist nicht gut.
das ist jetzt auf gut Deutsch scheiße. Okay, diesen Highway brauchen wir auf jeden Fall. Hier dunkelblau, hier rüber auf jeden Fall. Das brauchen wir. Gelb, die Verbindung ist eigentlich theoretisch in Ordnung, würde ich sagen. Rot braucht eine Autobahn. Grün eigentlich aber auch. Grün braucht auf jeden Fall eine. Warte mal. Also Grün braucht auf jeden Fall eine. Die haben mir die ganzen Häuser leider hier unten. Da kommt, führt kein Weg dran vorbei. Ups. Also hätten wir das auf jeden Fall so lassen können. Aber dann können wir es vielleicht mal, dass der Highway bis hier reingeht, ne? Bisschen Weg sparen. Okay. Okay. Rot hat hier mittlerweile... Ah, Leute, es ist ziemlich wuselig, wa?